Genau. Oder ob wir gleich in der Flut absaufen, ist die andere Frage. Regenfäule. Und geh mal spicken. Wow, da ist ein großer Animat. Wir sind mindestens wieder drei Animaten. Und zwei Regenfäulen. Ah. Hm? Nein, ich glaube nicht, dass wir die so schaffen. Das heißt erstmal Rückzug. Wir gucken uns anderweitig um. Eine Fackel? Wer ist Katugu hier? Sieh dir beide Waren an. Exotische Waren geradewegs aus der Republiken oder Altvailia. Faulfinger, Ring der Wunder. Zweite Chance. Verfassung plus 1, Macht plus 1, Entschlossenheit plus 1. Gürtel des Stelgiers. Niederschlagsreduktion der und Gewandtheit plus 2. Ein Amulett, Entschlossenheit. Drachenei. Drachenfleisch. Wildschlaggürtel, Wildschlagbonus, ah ja. Jede Menge Schriftrollen. Tiere, Glückskatze. Ein Beagle. Witragehirn, lecker. Stelgarzahn, Ogerblut, der hat auch einen Haufen. Ja, hier könnte man Zutaten kaufen, wenn man sie unbedingt bräuchte. Haben wir was, was wir verkaufen können? Enchantments High to Low. Ja, wir haben sehr viel. Ich würde mal gerne die ganzen Zaubermacher-Wälzer bis auf einen verkaufen. Na, die ganzen Mordäxte, die alte Arbaleste, Akebuse und Pistole, Kriegsbogen, die ganzen vegetarianischen Dolche können weg. Die ganzen Schwerter. Der Säbel, der Rapier, die ganzen alten Zauberstäbe, Streitaxt, Streitkolben, der Zauberstab, das vegetarianische Schild. Auch wenn das eine etwas anders aussieht als das andere, aber ist trotzdem nicht viel wert. So. Verkaufen wir erstmal das. Dann können wir hier verkaufen. Erstmal die Brustharnische, weil wir haben einen guten. Wir haben auch eine gute Kettenrüstung. Wir haben einen guten Schuppenpanzer. Gambasson haben wir keine gute zurzeit. Aber die Brigantine kann weg. Hier können die ganzen Kettenhauben weg. Die beiden Nasenhelme oder Nasalhelme. Wieder Geweihhelm können weg und der Froschhelm kann weg. So, da ist andere wollen wir behalten. Ich hätte aber gerne eigentlich deine Haustiere. Nein, Haustiere. So, die ich ganz gemein ins Lager packe. Ja. So. Was ist hier drin? Ah ja, das hier ist wirklich. Sure. Lageraufseher. Ich bin hier wirklich wahrscheinlich in diesem, in der Valianischen Handelsgesellschaft gelandet. Ist hier ein, ja, hier ist eine Türsteherin. Eine junge Frau steht am Tresen und beobachtet dich mit schnell intelligenten Augen.
Willkommen, das hier ist Ihr erster Besuch in der Valianischen Handelsgesellschaft, richtig? Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen behilflich sein kann. Ihr Tonfall ist gleichermaßen professionell und neugierig. Was ist das für ein Ort? Die Valianische Handelsgesellschaft ist eine Gesellschaft von Kaufleuten aus den Valianischen Republiken. Wir beaufsichtigen im Interesse unserer Kaufleute Handelsabkommen und Verhandlungen. Sie deutet auf die Tür zu Ihrer Rechten. Dies ist unser Lagerhaus, wo wir Transitgüter aufbewahren. Haben Sie noch mehr Geschäfte zu besprechen? Wer bist du? Ich bin die Direktionsassistentin dieses Lagerhauses. Derzeit helfe ich Verezzano bei den laufenden Geschäften, aber ich werde hier übernehmen, wenn er sich zur Ruhe setzt. Oder falls die Firmenchefs zu Hause beschließen, dass es an der Zeit für eine neue Verwaltung ist. Sie verdreht ihre Augen. Na dann leb mal wohl. Okay, hier auf dem Tisch liegt Gold. Sieht I uns shall be jemand? quiet as a calm sea, which is Nein. not very quiet. Und ja, Hagrim hat da nicht so viel Hemmungen davon, sich einfach mal mit Gold zu bereichern. Die Kisten sind verschlossen. Nehmt die Exemplare nicht öffnen. Hallo. Ein Mann steht in der Ecke des Lagerhauses und regelt den Verkehr. Während er herumdeutet und den Arbeitern zuwinkt, blitzt Juwelen von den vielen Ringen an seinen Fingern. Seine Seidenkleidung ist zwar fein bestickt, aber keineswegs neu. Du bemerkst einige ausgebesserte Nähte und einen dezenten Flicken an seinem Ellbogen. Hail and well met. Als er dich sieht, breitet er seine Arme zu einem überschwänglichen Willkommen aus. Sei gegrüßt und befindet sich im Lagerhaus und Hauptquartier der Valianischen Republik. Valianischen Handelsgesellschaft. Er sieht auf seine Taschenuhr. Ein Teil des Goldfiligrats ist abgeplatzt. Aber du bist spät dran, denn ich habe die Expeditionshalle schon gestern benachrichtigt. Diese Zustellung kann nicht aufgeschoben werden. Er klappt die Taschenuhr wieder zu. Wer war diese gefiederte Frau? Ah, du musst Palegina meinen. Sie ist ein Paladin im Dienst der Valianischen Botschaft. Er kichert. Sie ist eine gute Soldatin, aber bei Befolgung von Befehl nicht ganz so gut. Ich fürchte, ihr Temperament ist zu hitzig. Sie schien wütend zu sein. Er lachte erneut. Das überrascht mich gar nicht, denn sie ist ziemlich leicht reizbar. Eine Frau in einer Paladin-Bruderschaft noch dazu, eine, die von den Göttern auf solch ungewöhnliche Weise berührt wurde. Kann ich dir sonst noch etwas helfen oder soll ich bei Geschäften fortfahren? Was soll zugestellt werden? Er zieht an sein Bart. Dann muss ich annehmen, dass du nicht zu der Firma gehörst, die ich über die Expeditionshalle kontaktiert habe. Er winkt mit einer Hand. Aber egal, du bist schließlich hier sie nicht. Es geht um einen Beutel Bittergurkensamen, die für ihre medizinischen Eigenschaften geschätzt werden. Damit handeln nur wenige Kaufleute in Todsbucht. Und die sind sich ihres Wertes sehr bewusst. Scheint ziemlich einfach zu sein. Was willst du da von mir? Ein Stuhlrunzel verzehrt seinen akribisch gepflegten Spitzbart. Während der letzten Wochen sind meine eigenen Kuriere ausgeraubt und geschlagen worden. Anscheinend verübeln mir einige meiner Konkurrenten meinen Erfolg. Wie auch immer, du wirst nicht mit mir in Verbindung gebracht werden und man wird dich in Ruhe lassen. Falls nicht, er zuckt mit den Achseln, du siehst aus, als wärst du recht fähig. Und was deine Integrität angeht, nun, dann werde ich dir wohl vertrauen müssen. Und du musst meinen Versicherungen vertrauen, dass du außer meinen Kontakten keinen Käufer dafür finden würdest. Ich werde das übernehmen. Er löscht mit seinen Händen. Hervorragend. Bitte stell diese Pakete einem Mann namens Gareth im Fuchs und ganz im Kupferweg zu. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Er gibt dir einen Beutel mit kieselgroßen Samen in die Hand. Kehre zu mir zurück, wenn du fertig bist, und ich werde mich um deine Bezahlung kümmern. Good day, Stranger. Mianzo wirft einen Blick auf seine ramponierte Tischnur. Sieh besser zu, dass du das Paket zustellst. Solcherlei Aufgaben sollte man besser schnell ausführen. Erzähl mir mehr darüber, was du hier tust. Ich bin ein Kaufmann aus Ankenze, der Valianischen Republiken. Hier in Trutzbucht leite ich die Valianische Handelsgesellschaft. Er deutet auf die gestapelten Kisten. Wir transportieren Fracht in die Republiken und von dort hierher. Wir sind ein Teil der größten Kaufmannsunternehmens der Welt. Wir können alles transportieren, was man sich vorstellen kann. Er grinst gegen einen kleinen Obolus.
Ich würde gern mehr über die Valianische Handelsgesellschaft erfahren. Wir sind eine Konföderation von Kaufleuten und Händlern aus den Republiken. Er sieht sich stolz im Lagerhaus um. Wir verkaufen allerlei Waren und Ausrüstungsgegenstände. So sind seit Jahren haben wir lukrative Verträge mit vielen Läden, Schenken und Rüstkammern in ganz Trutzbucht. Er schmunzelt. Stimmt etwas nicht? Ach, nichts Schlimmes, er winkt mit der Hand ab. Während der letzten Monate ist unsere Konkurrenz besonders heftig geworden, aber ich glaube, das konnte angesichts des Vermächtnisses, wie es die Einheimischen nennen, erwartet werden. Na dann lebt wohl. Neue Quest um jeden Preis. Okay. Ein kleiner Nebenauftrag mal wieder. Wie gesagt, wir brauchen Geld. Ja, dann ist der Plan jetzt wahrscheinlich zurück zum Kupferweg. Ein Fischer. Die Typen mit der Kiste sind nach Osten geflohen. Okay, jetzt können wir das Gesöff nicht mehr richtig stapeln. Ich glaube, wir sollten eher im nächsten Kampf gegen die Automaten mal was davon verabreichen. Sie sind nach Osten geflohen. Von hier aus nach Osten wäre hier dieses Haus. Gucken wir mal kurz hier rein. Vielleicht sind ja hier die Kistendiebe drin. Oder. Die Frau sieht so aus, als hätte sie tagelang nicht geschlafen. Ihre Haare sind völlig durcheinander. Und hinter ihren Augen die tiefe Schatten. Sie wirft einen ängstlichen Blick zu dir. Ihre Augen weiden sich mit einer Mischung aus Hoffnung und Sorge. Bist du wegen derin hier? Beruhig dich und fang von vorne an. Es geht um meinen Sohn. Wade, sein Vater, ist vor 2 Tagen mit ihm zum Fischen gegangen. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Die Nachbarn sind mit mir keine Hilfe und die Stadtwache kümmert sich heute sozusagen kaum noch um das Geschenk. Ich war schon bei den Docks und habe selbst gesucht. Aber ich kann das Baby nicht allein lassen. Ihr Blick wandert zu einer Krippe und sie senkt die Stimme. Bei all der Gewalt beim Bordell wage ich nicht, ein Hohlgeborenes mit nach draußen zu nehmen. Du hast ein Hohlgeborenes Kind? Die Antwort steht dir ins Gesicht geschrieben. Mein Fels Vermächtnis ist in Trutzbucht ebenso stark wie anderswo. Sie haben Angst und suchen nach einem Sündenbock und dabei machen sie keinen Unterschied zwischen diesen Frauen im Bordell und den Familien dieser armen Säuglinge. Wäre schön, wenn 1 oder 2 Götter einschreiten und für klare Verhältnisse sorgen würden. Aber vielleicht denke das nur ich. Sie seufzt und beobachtet die stille Wiege. Ich schätze nicht, was in Mees Haus vor sich geht, aber diese Angriffe werden uns sicherlich nicht die Gnade der Götter einbringen. Ich habe nur bewirkt, dass es noch schwerer ist, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Erzähl mir mehr über ihr Verschwinden. Was willst du wissen? Erzähl mir über Derin, Der Geist eines Lächelns flackert über ihre Lippen. Er ist ein tapferer Bursche, aber vielleicht etwas zu kühn, als es gut für ihn ist. Aber er ist immer ein pflichtbewusster Sohn und sanftmütiger Bruder gewesen. Er hat dunkle Haare, schnelle Augen und immer ein Lächeln auf den Lippen. Wenn du ihn findest, wirst du ihn im Handumdrehen erkennen, das bin ich mir sicher. Was ist mit Wade? Sie macht ein böses Gesicht und wischt sich ein fettiger Haarsträhne aus ihrem Gesicht. Manchmal weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll, dass er so oft nach Hause kommt, oder ich es bereuen soll. Er vergeudet den Großteil seiner Zeit und all unseres Geldes beim Saufen im Bordell. Das ist schon immer so. Er blickt zu der Krippe zurück. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Wade nahm Derin zum Fischen in den Docks. Das war vor 2 Tagen. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich war schon bei den Docks und habe selbst gesucht. Ja. Ich werde jetzt kommen, wenn ich wieder sehe. Und das schließt ihre müden Augen, wahrscheinlich zum ersten Mal während der letzten 3 Tage. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Heutzutage habe ich nicht viel zu geben, aber Ondrak möge dich für alles segnen, was in deiner Macht steht. Okay. Wir haben nach einem
Wir haben nach einer Aufgabe gesucht und jetzt haben wir eine neue gefunden. Na, das klang ein bisschen blöd. Wir haben nach einer Kiste gesucht und haben eine neue Aufgabe gefunden. Viele Quests hier an den Docks. Dann würde ich vorschlagen, wir speichern hier mal wieder. LP 003. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.